So, und damit auch ein Heyo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge vom Palworld. Ja, Palworld ist, glaube ich, vielen ein Begriff, ne, beziehungsweise den meisten ein Begriff, ne, juppala. Dadurch brauche ich das, glaube ich, nicht erklären, ne? So, Stöcker. Müssen wir dingsen. Hier haben wir erstmal die Statue, beziehungsweise unseren Kollegen hier. Ein Schiffbrüchiger, jemand, der nicht nach Pals riecht, ist mir länger nicht mehr untergekommen. Diese Inseln ist die reinste Hölle. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach den anderen wurde sie von wilden Pals abgemurkst. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier zu überleben, überleben zu können, musst du dich selbst dran halten. Mädchenholz. So, und wir haben schon Dings. Bin ganz ehrlich, ich weiß, manche machen das anders. Ich mache das immer ein bisschen gleichmäßig verteilen. Ne? Ja, Survival Guide, einmal kurz, ne? So. Primitive Werkbank. Auf jeden Fall müssen wir erstellen. Warte mal. Primitive Werkbank. Zack. 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 So. Einmal eine Keule. Ne? Aller Anfang ist schwer. Was? Palsphäre, Palbox brauchen wir auf jeden Fall. Ne? So. Achso, ja. Palsphäre, dafür brauche ich Palladiumstücke und Dings. Gucken. Richtig. Holz und so haben wir ja nicht. Aber ich würde sagen, das bauen wir erstmal zurück und geben uns zum ersten Standort unserer möglichen Basen. Ja. War da unten. Ich glaube, viele haben dort unten die erste Basis aufgebaut gehabt. Weil sie schön nahe sind, schön nah ist. Mal hier rauf und dann sind wir schon hier drüben. Zack. Zack. Oh, ein Ei sogar schon. Ja. Ne? Einmal hier nochmal Dings hinbauen. So, ne Palsphäre. Ne? Und dann brauchen wir irgendwo mal einen Kativa. Kativa war ja immer gut für den Anfang, was Stein angeht. Und so. So. 100%. Ja, schön. Ein Angsthase und ein Sadist. Auch schön. Angsthase und Sadist. Ja. So viel dann schon mal dazu, ne? Holztruhen brauchen wir, Lagerfeuer brauchen wir, Reparaturbank, ja, komm, einfach erstmal alles. Ja, erstmal alles davon. Bisschen Ausdauer. So. Fertige Stoffkleidung. Um dich vor der Kälte zu schützen. Stimmt, die Stoffkleidung brauchen wir auch noch. Also dafür brauchen wir ja Stoff.
und dann später die Kleidung zu haben. Dieses Bett, ein Palbett. Bogen und Pfeile machen wir dann auch erstmal. So. Ja. Die Palbox. Dafür brauche ich nochmal Dingssteine. Katiba. Einmal da. Danke, Kativa. Nein. Na, okay. Kativa, mach du mal. Nein. Mach du mal da. So. Kriege ich ein bisschen Stein. Hier haben wir auch unsere erste Lüffmunk-Statue. Ne? Gut. So, Palbox. Die Palbox würde ich am liebsten ein bisschen weiter hier rüber hauen. Auf dass man hier natürlich nicht direkt Dings hat, aber hier ist leider auch schon mit im Dings. Nur da hinten sollte okay gehen. Für die erste Basis sollte es okay gehen. Ja. Damit ich wenigstens schon mal meine Basis hier habe. Wie gesagt. Später ziehe ich ja eh um. Wenn ich die Basen soweit habe, dann wird das später alles eh besser. Achso. Lammball. Auch Angsthase, Alter. Das ist so gefühlt die Dings der Angsthasen, oder was? Das ist die Basis der Angsthasen. Halleluja. So. Wie gesagt, Stoffkleidung muss ich Level abkriegen. Greife auf den Ruf einen Pal in die Basis. Ja, dann kann ich ja, denke ich, kurz in die Basis hauen, dann haben wir das schon. So, ein Tab um und benutze einen Essensgegenstand. Den Hunger zu stellen. Jo. Ist klar, Level up. Und dann, wenn du okay. Ja, wir bräuchten in erster Linie mal mehr von den Dings. Stein und Holz brauchen wir erstmal. Also hau ich Kativa erstmal darüber. Und ich kümmere mich um Holz. Einsammeln. So. Einfach damit ich wenigstens ein bisschen Werkzeug mehr spielen kann. Es gab tatsächlich mit den ganzen
mit den ganzen Updates da, ich glaube sogar mit dem letzten großen Update, Gott sei Dank auch ein paar neue Gebäude und so. Also neue Bauten. So. Auch noch ein bisschen davon. Damit wir auch ein paar Palsphären kriegen. Weil das ist ja auch so eine Sache, die wir ja eher brauchen. Nämlich Palsphären. So, einmal eine Holzaxt, damit wir es haben. Zack. Und dann Pals. Naja. Als wären die wiederum natürlich Holz brauchen. Wer hätte es gedacht? Wir brauchen mehr Holz. Und voilà. So. Einmal schnell. Na, guck mal, da kommt schon das Lambal. Zack. So, wir haben die nächste Level up. Da geht's dann natürlich Angriff hoch. Und wir können jetzt die Stoffkleidung herstellen. Wir brauchen den Futterdruck für die Pals. Und das normale Schild für uns. Das heißt, ich brauche erstmal Lambalz. Erstmal muss ich E5 Lambalz fangen, also kann ich das auch gleich so mitmachen. Ups, das war ein Schlag zu viel. Das war ein Schlag zu viel, das bei dem Lambal. Entschuldigung. Oh, hi. Na du? Bleib mal. Ach, das ist meins. Ich hätte jetzt echt nicht gerechnet, dass das gleich schon mit hier rüberkommt. So. Zack, zack. Tiger, komm mal zurück. Das sollte jetzt nicht sein. Ich wollte gerade sagen. Oh, Workaholic. Das ist schon mal nett. Zack, 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 zack. Bums. Und schon habe ich die 5 Lambals, die ich brauche. Für dieses Tutorial. So, dahingehend können wir jetzt natürlich auch Stoff herstellen. Oh, das andere Lambal packe ich gleich erstmal in die Truhe hier. Muss gleich erstmal gucken. Nicht, dass ich das hier gleich, dass ihr gleich weiter nervt. So. Wir haben die Stoffkleidung schon mal. Normaler Schild braucht ein paar Fasern, ein bisschen Holz, ein paar Palladium-Bruchstücke. Da wir ja einen Kativa haben, würde ich sagen, kümmert sich die Kativa erstmal um den Spaß. So, die Lambals gehen erstmal hier rüber. So. Und ich guck mal, ein Chikipi könnte ich. Warte. Ach, ich habe keine Pals, okay. Bären mehr, okay. Aber vielleicht kann er ja wenigstens ein bisschen was dingsen. So. Wenn ich jetzt nebenbei mal kurz hier Aufbewahrung Holztruhe einfach mal hier mit irgendwie hin, dann kann er da erstmal Kram reinbauen. Dann kann er erstmal da Kram reinpacken. Brauche ich das nicht gleich zu dingsen. So, Arbeitstempo. Let's go. Ja.
Das Gute ist, man kann sogar hier einstellen, welche Sachen da rein sollen. Ne? Und dadurch haben wir natürlich da auch Möglichkeiten. Gut, einmal sortieren. Wir brauchen den Bärengarten auf jeden Fall, die Viehfarm auf jeden Fall, einen Gleitschirm auf jeden Fall. So. Und dann müssen wir mal gucken, was der normale Schild noch braucht. Palladiumstücke und Holz. Guck mal. Okay, das Ding ist K.O. Rolle, 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 runter. So. Und fahrender Händler. Hi. Willkommen. Schau dich ruhig um. Hi. Okay. Nett. Mach mal, er ist Stufe 1. Rein theoretisch. Erstmal nicht. Später vielleicht, aber erstmal nicht. Erstmal lassen wir ihn in Ruhe weiter als fahrender Händler unterwegs sein. Nee, warte mal. Holz, ja, für ein Schild noch. Bevor wir da jetzt weitermachen, ne? Einfach mal erstmal Tutorial machen, damit wir das erstmal haben. Ach ja, ich kann tatsächlich sogar meine Palbox verbessern. Aber erstmal muss ich kurz zur Bank hinkommen. Erstmal zur Bank hin. Bin zu überladen. So. Ein normales Schild, please. Oh, der ist zwar noch. So, jetzt können. Oh, guck mal, Bärensamen haben wir sogar schon bekommen. Nice. Das ist natürlich richtig sexy. Denn dann haben wir schon mal das. Und wir brauchen natürlich jetzt, können natürlich jetzt schon mal die Holztruhe und ein Pal ins Lager hauen. Für eine Palbox. Primitive Werkbank und ein mieses Bett. Mieses Bett brauchen wir. Ich werde hier auch nur eine kleine, ich sag mal, Hütte bezüglich Bett hinhauen. Ich werde jetzt nichts großartig Tolles hier hinklatschen. Ne, es reicht hier so ein einfaches kleines Holzhütchen. Zack. Zack, zack. 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 Dafür brauche ich mehr Holz. Ne, wie gesagt, einfach ein kleines Hütchen zum Übernachten hinhauen. Später kann ich immer noch anderweitig gut Kram bauen. Das meiste werde ich ja eh eher. Oh, ja, das soll nicht sein. Wenn, dann sollst du natürlich hier vorne dran. So. Ein Dach. So. Und ein mieses Bett hier rein. Reicht ja eigentlich nicht. Ah.
Müsste ja reichen, wenn ich einfach mal so mache. Oder? Nee, weißt du was? Wir machen den einmal weg. Und hauen den einmal weg. Und hier nochmal eine zweite Dings hin. Das darüber. Das dahin. Das dahin. Hier kommt sogar noch eins mit Fenster hin. Da oben noch ein Dach ran. So. Und jetzt habe ich kein Holz. Jetzt haben wir kein Holz mehr. So. So, erstmal schön ein bisschen Holz hacken. Es wird ein ganz stinknormales Haus sein, damit. Also wirklich ein stinknormales Ding sein, damit ich hier nur mal pennen kann. So, gerade für die Nacht. Damit die Nacht übersprungen werden kann. Beziehungsweise ich auch für die Palbox halt Dings hab. So. Einmal übernachten. Please, no. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Gibt ja hier die Dinge. Kann ich ja eigentlich so machen. Ja. Weißt du was? Eins so hin. Nein. So sollte das nicht. Eins so hin. So hin. Und so hin. Daraufhin der weg und der weg. So hin. Und. So hin. Schon sieht es zumindest ein bisschen nach Haus aus. Wenn auch nicht gut, aber wenigstens ein bisschen. Ne? So. Eine Feuerstelle. Dafür brauche ich noch mehr Holz. Natürlich. Wer hätte es gedacht? Mehr Holz. So. 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 Ach, von den roten Beeren habe ich die Beeren. Dings. Okay. Dann ist auch kein Wunder. So, das Feuer hauen wir jetzt einfach mal hier hin. Dass ich die hier jetzt ein bisschen wenigstens was brutzeln kann. Ne, hier. Let's go. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal ein bisschen Kram für die Pals. Natürlich, ne? Auch. Beziehungsweise ein Gleitschirm wäre ja natürlich auch noch hilfreich, wenn wir die einen Gleitschirm hier machen. So. Back. Dass ich, ne, erstmal das, dann das natürlich, so, damit er mir jetzt hilft, ein bisschen die, den Gleitschirm schon mal zu zimmern. So. So, direkt auch das geschafft. Hier unten ist ein bisschen Platz, da würde ich sagen, baue ich dann auf einem kleinen Podest hier
So. Auch mehr Holz. Damit ich da schon mal gleich ein bisschen die Dings machen kann. Hau ich mir da jetzt ein bisschen Holz. Mach mir hier jetzt erstmal ein bisschen eine kleine, aber feine Basis. So. Wo ich Palbetten hinbauen kann. Wenigstens ein bisschen Palbetten. So. Zack. Ne? Damit wir das wenigstens ein bisschen haben. Haben wir schon mal drei Palbetten. Werde ich natürlich ein bisschen Stuff noch brauchen. Aber dafür brauche ich auch noch mal ein paar Palsphären. Denn ich werde natürlich jetzt auch noch sowas wie ein Gummus oder so brauchen. Was mir natürlich ein bisschen hilft. Mit dem Kram hier, ne? Mit dem Beet und so. So. Büsche hier mitnehmen gleich, damit wir das schon mal haben. Zack. Da auch raus. So. Ein weiteres Kativa auf jeden Fall. Angsthase, Selbstzerstörer, Büsch auch nett. Sehr nett. So selbstzerstörerisch, Angsthase. Oh, hi. Ein Marmorrest. Den wollen wir natürlich noch nicht begegnen. Beziehungsweise noch nicht angreifen. Klar, Chicky-Piece werde ich dann auch noch brauchen. Da. Thomas! Nein, du sollst doch nicht angreifen. Du sollst das da angreifen. Alter, ernsthaft? Ah, komm her, Gummos. Greife ich dich halt so an. Brauch doch nur dich kurz für ein Ernten. Danke sehr. So, dann haben wir nächste Level ab. Können mehr tragen. Und können hier direkt mal sagen, Palfs Werkbank, die St
Statue. Ja. Und auch wenn die Dings sind, erstmal die Glocke. Wenn es erstmal nur blockiert ist. Oh, warum ist der denn jetzt so? Sollte er eigentlich nicht sein. Naja. Ja, dann würde ich sagen, das war nämlich mein Timer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn wir dann mal schauen, ja, weiter Pals fangen, die Basis aufbauen und ja, Stück für Stück vorankommen. Dementsprechend, tschüss, ciao, euer Livos.